Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Summoners War. Und ihr kennt mich, wie immer, gibt's ein neues Event, gibt's ein neues Video und auch das machen wir. Das aktuelle Event heißt tägliches Bingo-Event. Das läuft jetzt schon seit seit zwei Tagen, also gestern und heute. Und es funktioniert relativ einfach. Ihr müsst jeden Tag 9 Aufgaben erfüllen. Das war hier, ist hier glaube ich immer einloggen. Mentoren oder Freundesmonster benutzen, Mana-Steine benutzen, Energie benutzen und Arena betreten. Wobei halt, wenn ihr das erfüllt, dann ist das automatisch mit erfüllt. Genauso hier. Und ich muss sagen, bis jetzt hat sich das keinen Tag verändert. Die neuen Aufgaben waren jeden Tag gleich. Das heißt, ihr müsst jeden Tag einfach 10 Wings verbrauchen, 150 Energie, 5 Mentoren benutzen und 70.000 Mana-Steine ausgeben. Einloggen tut ihr euch ja automatisch. Und dann könnt ihr hier am Rand... Und hier unten am Rand die Sachen einsammeln, und wenn ihr alles eingesammelt habt, beziehungsweise alle 9 erfüllt habt, könnt ihr hier auch nochmal die 30 Kristalle einsammeln. Das ist Teil 1, der quasi etwas aktivere Teil. Der zweite Teil des Events ist eher passiv. Wenn ihr insgesamt 20 Sachen eingesammelt habt, also 20 Mal auf dieses Einsammeln gedrückt habt, oder 10 Mal oder 30 oder 40 Mal, dann bekommt ihr hier noch diese Bonusbelohnungen, also eine MS, Kristalle und eine Light and Dark, eine Light and Dark Rolle. Also keine besonders krassen Belohnungen, wenn ich das mal so sagen darf. Und wie immer, leider ist kein Devilmon dabei. Und das war's schon. Mehr ist dieser Event nicht. Ich habe jetzt noch nicht mal 2 Minuten gebraucht, den zu erklären. Ich denke, viel mehr gibt's auch nicht zu erklären. Das ist eigentlich alles. Also einfach diese Dinge hier machen, und ihr seht, es sind 2 Tage vergangen. Ich habe 12 Bingos insgesamt, also es zählen wirklich alle 6 Buttons hier, ne? Also ihr könnt jeden Tag sozusagen 6 Bingos erreichen. Das heißt, diese 40 Bingos habt ihr an 7 Tagen voll, wenn ihr jeden Tag alle macht, und ihr habt insgesamt 14 Tage Zeit, also ein Tag und eine Stunde sind schon rum. Und das war's auch schon. Okay, dann ist noch die Weltarena ist wieder offen. Kleiner Hinweis von mir. Und es gibt ein neues Update, und da können wir auch mal kurz reingucken. Das besteht eigentlich aus 2 Teilen. Zum einen, es gibt neue Formwandlungen für verschiedene Monster, die wir gleich nochmal im Detail durchgehen. Und die Weltarena hat neue Belohnungen. Ja, es gibt hier so eine fliegende Scheibe, es gibt eine neue Aura, es gibt eine neue Formwandlung für den Panda, welche sehr geil aussieht, und es gibt diese Statue. Hier seht ihr nochmal, bei welchen Punkten ihr was bekommt. Und es gibt Verbesserungen für den Belagerungskampf, wobei ich sagen muss, dass ich das hier nicht unbedingt eine Verbesserung finde. Aber wir gehen mal einzeln durch. Also das erste ist, es gibt tatsächlich eine Verbesserung, nämlich... der Gildenleader und die Vizeleader, die können die Tower, also die Türme, markieren, welche angegriffen werden sollen. Und das finde ich eine ziemlich coole Sache. Also man muss draufbleiben, und dann hat man die Wahl, angreifen oder diese Zeichen hinzufügen oder entfernen. Ich kann euch das nicht zeigen, weil ich weder Leader noch Vizeleader bin. Aber das können die machen. Und so kann man der Gilde so ein bisschen mitteilen, welcher Turm als nächstes dran ist. Dann muss man nicht mehr so viel im Chat schreiben, sondern kann das eigentlich alles so machen. Leider geht es halt nur für Leader und Vize-Leader, und die sind nicht immer da. Also, ja, muss man mal schauen, wie sich das durchsetzt. Oder ob es vielleicht noch die Möglichkeit gibt, irgendwie noch eine neue Rolle oder was weiß ich. Ist auch egal. Das zweite ist, die Punkte für die Platzierungen, also wenn ihr Erster, Zweiter oder Dritter werdet im Belagerungskampf, werden geändert. Also vorher war es so, der Letzte hat 10 Punkte abgezogen bekommen, der Erste hat 10 Punkte dazu bekommen und der Zweite hat 0 Punkte dazu bekommen. Jetzt ist es so, der Erste gewinnt 15 Punkte dazu, der Letzte bleibt bei den 10 und der Zweite verliert 5 Punkte. Was ich nicht persönlich, ehrlich gesagt, nicht gut finde, weil die Schritte zu groß sind. Also, dass man hier 5 Punkte verliert, das finde ich noch nicht mal so wild. Ich könnte mir weiß nicht, warum es jetzt 5-Punkte-Schritte sein müssen, aber vielleicht würden auch 2 oder 3 Punkte reichen, ist auch egal. Viel schwieriger finde ich das Thema. 15 Punkte
für einen Sieg. Heißt also, wenn ich zweimal gewinne, steige ich quasi drei Stufen auf, wo ich vorher hätte dreimal gewinnen müssen für drei Stufen. Und ich glaube, dass das dafür sorgt, dass viele Leute gar nicht mehr gewinnen werden wollen. Weil du mit einem Sieg so weit hochrutschst, dass du so starke Gegner bekommst, dass es echt hart wird. Also, ich weiß nicht. Vielleicht macht es auch keinen Unterschied, keine Ahnung. Sie schreiben, es würde einen Unterschied machen, weil man dann besser mit Gleichstarken zusammengeworfen wird. Wir werden sehen. Okay, und dann gibt es hier unten noch so Kleinzeug. Das ist nicht so interessant. Interessant sind diese Formwandlungen. Und die wollen wir uns mal angucken. So, kann ich die natürlich hier nicht... Oder doch, hier können wir die uns angucken. Der Fairy King, da werden natürlich viele den... Wind und Wasser gerne. Light und Dark müssen wir uns gar nicht angucken, aber ich finde, es ist eine sehr, sehr hübsche Formwandlung. Das ist nichts Besonderes, Verrücktes. Nichts Verrücktes. Ich finde es wirklich eine sehr gelungene Formwandlung. Ob ich dafür so viel Geld ausgeben würde, weiß ich jetzt nicht, aber sie ist auf jeden Fall sehr schick. Undine finde ich auch ganz cool, denn die es vorher gab, die Formwandlung, fand ich nicht so Bombe für die Undine. Da finde ich die hier bedeutend besser. Für die Sylphide gibt es ja nicht so viele Sylphiden, die benutzt werden. Ich glaube hauptsächlich die Light, wenn ich mich nicht täusche. Ist ganz schick. Ist ganz schick. Ich muss sagen, sie ist ein bisschen... Ich finde sie ein bisschen nah an den Meerjungfrauen. So rein vom Stil her irgendwie. Die mystische Hexe, okay, das finde ich jetzt ganz nett, ist sehr floral, finde ich eigentlich ganz cool, also so als Megan-Skin hier, könnte ich mir vorstellen. Und der Höllenhund, der hatte vorher nichts und hat jetzt im Prinzip diese mechanische Formwandlung, die auch Bernard, also der Geier da, Bernard und Bella und so weiter hatten. So eine hat jetzt also auch der Höllenhund. Viele haben ja Tark, was ja der Wasserhöllenhund ist, und der sieht dann halt so aus. Also finde ich tatsächlich relativ schick, muss ich sagen. Also auf jeden Fall besser als der normale Tark-Skin. Ja, und das war's. Also lange Rede, kurzer Sinn. Schöne Formwandlungen, ein kleines Update und ein neues Event. Und ich hoffe, ihr habt... was gelernt oder habt Informationen erhalten, die ihr vorher nicht hattet, und freue mich aufs nächste Mal oder bis zum nächsten Mal. Adios, ciao.